Ich freue mich, dass wir heute Abend für euch spielen können. Ich stelle mal die Musiker vor. Das ist am Schlagzeug der Christian Thomé, am Cello Jörg Brinkmann, Klavier, Electronics der Jeroen van Vliet. Mein Name ist Markus Stockhausen, so heißt unsere Gruppe, Markus Stockhausen Group. Wir spielen euch als erstes eine Komposition, die heißt Far into the Stars, und das war die Titelkomposition auch der letzten CD, die ich gemacht habe, wo auch der Christian und der Jörg beteiligt waren, sozusagen als Auftakt, Rückblick, und dann starten wir von dort. Das ist eine Suite, die etwas ausladender ist, länger ist. Viel Freude damit, Far into the Stars. Danke.
Das war also Far Into the Stars von unserer letzten CD. Jetzt kommt ein neues Stück, was wir vorstellen. Es hat einen ganz anderen Charakter als diese erste weit ausladende Komposition. Es heißt Ein Lächeln, ganz einfach, ein Lächeln. Danke. Thank you.
Klasse. Danke euch. Neues Stück von mir war das. Ein Lächeln. Es hat Spaß gemacht. Jetzt spielen wir eine weitere neue Komposition mit dem Titel Flow. Da geht es wieder in eine andere Ebene hinein. Weitgestreckter, das Wort Flow sagt es. Die meisten von euch werden wissen, was damit gemeint ist heutzutage. Dass man eigentlich in eine Art Trance reinkommt, in einen Zustand, wo die Energie fließt. Das kann aber auch in ganz großer Aktivität sein, wenn einfach die Energie positiv fließt, gut fließt und man übersteigt sich irgendwo selbst, man vergisst sich vielleicht auch selbst, man ist einfach in diesem Flow, in einem guten Fluss von Energie drin. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Thank you.
Jetzt wechseln wir ein bisschen die Bühne des musikalischen Geschehens und wir gehen in eine freie Landschaft. Stellen Sie sich vor, Sie können sehr weit schauen, vielleicht oben von einem Berg hinunter. In den Alpen gibt es ja so ganz tolle Ausblicke, wo man manchmal sogar hunderte von Kilometern weit schauen kann. Und der Jörg fängt jetzt an, Jörg Brinkmann am Cello mit einem Solo-Sound. Und das meiste, was jetzt da folgt, ist aber offen. Das ist eine offene Landschaft, in die wir hineinspazieren und der Weg geschieht sozusagen beim Gehen. Wir entdecken den Weg beim Gehen. Wir nennen das Ganze Kult.
Ja, jetzt kommt ein Stück, es heißt Better World. Passt vielleicht ganz gut zu dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben. So als ob wir kollektiv, nicht nur als Deutsche, sondern als Weltgemeinschaft durch einen Prozess des Aufwachens irgendwie durchgehen, wo wir vieles erkennen können. Dinge, die wir vielleicht als Menschheit auch falsch gemacht haben, werden jetzt viel bewusster. Wir können viel konkreter sehen, was wir eigentlich wünschen. Und wenn man weiß, dass Wünsche Wirklichkeit werden, dass alle Energien, die wir aussenden, auch wieder zu uns zurückkommen, dann kann man umso bewusster und klarer eine Richtung wählen und sich eine Welt vorstellen, die wirklich vielleicht besser ist als die, die wir bis jetzt hatten. Nicht, dass diese schlecht gewesen wäre, aber ich glaube, in vielen Punkten ist sie verbesserungswürdig und vor allen Dingen, wenn wir mal auf das Thema Frieden zwischen den Menschen oder Verständigung, Respekt schauen oder ja, es gibt ja so viele Themen, auch in der Natur, wie wir die Natur mehr achten können, in allen ihren Aspekten, im Umgang mit den Tieren, aber in der Ausbeutung der Erde, in der Verschmutzung der Meere und Verschmutzung der Luft und so weiter, Radioaktivität. Es gibt so viele Themen, das wisst ihr alle, aber es wäre möglich, tatsächlich eine bessere Welt zu schaffen, wenn viele mitmachen und das nicht abgeblockt wird von Menschen, die mehr ihre persönlichen oder ihre Firmenvorteile vertreten etc. Also in dem Sinne bin ich ein grenzenloser Optimist und ich glaube viele von Ihnen auch, die das jetzt miterleben und wenn wir gemeinsam einen Weg gehen, der ganz klar das Gute in der Welt sieht, will, umsetzt in seinem persönlichen Leben, in seinem persönlichen Umfeld, dann glaube ich, kann man sehr viel Gutes schaffen. Und dieses Stück hat jetzt zufällig den Titel Better World. Danke.
Hey, ich stelle nochmal die Band vor. Christian Thomé am Schlagzeug. Christian Schlagzeug am Thomé. Christian Thomé, Schlagzeug. Am Anschlag. Und an den vier Seiten, von der dünnen bis zur dickeren, der Jörg Brinkmann. Genau. Und am Klavier, jetzt Premiere für uns mit Jeroen zu spielen. Jeroen van Vliet aus Tilburg in Holland. Genau. Jetzt spielen wir eine echte Ballade. Das muss auch sein. Und wie könnte es anders sein? Ich benutze da einen bestimmten Dämpfer, der nicht unbekannt ist. Der Harmon-Dämpfer, den der Miles so gerne benutzt hat. Also wieder ein Szenenwechsel. Dieses Stück hat auch einen hoffnungsvollen Titel, nämlich There is always hope.